Speed und Leben, Damage. Machen die Rüstung extrem schnell kaputt. Nicht im Ernst jetzt. Nimmt er die Base gebackt. Macht Shocking Darts. Hammer nett. Wie sie wieder feedet, du. In dem Moment müsst ihr daran hindern und Rocky. Auf. Wie wird? Kann man von Underbase aus in die Dings aufs Dach? Underbase, ja. Wow, die killen halt einfach die Rexe. Ja. Alle mit Compound Bow schießen hier drauf, gemütlich. Ich hab oben von dem Stein schießen die halt, keine Ahnung von wo, Alter. Na Hund. Birgit, wo ist die Leiter? Da. Opfer, war der drin oder draußen? Draußen. Da draußen. Killen da gerade die ganzen Rexe, Alter. Also versuchen es zumindest. Ich geh oben snipern. Versucht die Rexe noch reinzubringen, einfach in die Base. Helft mir, die reinzubringen, come on. Ab mit den Rexen rein. Oh, ich hab Leon. Leon ist bei dir? Alter, ich bin auf der Pinguininsel. Ja, ich bin auf dem Rex. Wie, du bist doch auf der Pinguininsel? Alter, ich werd hier von zwei Terrys abgekämpft. Die Turrets noch? Ja, die Turrets schießen noch. Die sind mit dem Rex einfach bei uns drinne. Kann ich rauskommen, Epi? Nein. Pfeifen die Rexe auf aggressiv. Haben wir irgendwie keinen zweiten Ausgang oder sowas? Nein! Warte draußen. Genau in dem Moment, wo ich aufmache, haben sie das erste Tor zerschossen. Ich wollte mir das erste aufmachen, zumachen ich hab und das hier nee, wir haben kein Bett mehr! Ey, die sind was? Drin, die haben gerade alles kaputt gemacht. Bei mir wäre noch Bett anzeigt. Ich muss von ganz hinten gerannt kommen. Ja, töte den Rex. Ah, ich bin nicht jetzt alleine in der Base gegen die zwei Rexe. Na. Hallo, antworte! Nein. Ja, ich bin tot. Ich kämpfe gerade draußen, ich werde gerade draußen angeprägt. Dann bin ich hier drin alleine gegen zwei Rexe. Birgit, ich komme. Es kann doch nicht sein, dass die Rexe da drin alles kaputt machen. Was ist mit der Turrets da drin? Die ballern die ganze Zeit, Mann. Das sind Rexe. Sag ich doch, dass Turrets nichts bringen, Alter. Scheiß Rocket Launcher und schieß auf deine Rex da drin. Ich hab keinen Rocket Launcher. Cool. Ja, ich hatte auch keinen, das ist das Problem. Saber ist tot. Wir hatten zu wenig. Haben vorhin eine Besprechung gehabt, da war Standard-Equip, Rocket Launcher. Birgit, geh hoch vom Fabricator. Ja, ich kann nichts machen. Die zwei Rexe gegen meinen und meiner ist fast tot. Ja, pfeif auf neutral da drinnen. Ist doch nichts mehr da. Ah, shit. Sieht kacke aus, oder? Alter, halt die Fresse. Oh, nice. Ich bin an der Fallschaden gestorben. Und wieder 2. Fähigchen, sind die immer noch drin gefangen? Ja. Ja, die können, das krasse ist, die können jetzt auch nicht absteigen wegen den Turrets. Ja, aber die Rexe sind zwar fast RIP und ich aber auch fast. Mein Rex ist klar. Da ist Kämpfrad mit. Ihr seid mal ganz leise. Ich hab ihn getötet. Schnell weiter. Spieler gekillt, dann sind schon mal 3 weg. Oben ist ein Spieler. Ich bin fast tot. Fähigchen ist auch tot. Ja, die Turrets schießen nicht mehr. Das heißt, sie sind drin und keiner ist mehr da? Ja. Genau. Bist du tot, Birgit? Ja. Hab ich euch doch gesagt, Alter. Turrets bringen gar nichts, man. Das Projekt ist halt so für den Arsch, ne?
Ja, willst du eine Base haben ohne Tools oder was? Nee, aber wir müssen so machen wie die. Einfach nur raiden gehen. User joined your channel. Hey ho! Hello! Werden gerade von Kingdom geradet. Oh. What? Ja, Projekt ist sinnlos aktuell, finde ich. Hennes, es geht darum, dass der Turret Damage viel zu low ist. Oh lol, ich bin in der Base gespawnt, Alter. Hinter den Fortress. Auf dem Imperium Server. Wieso kannst du in der Base spawnen und ich nicht? Ich verstehe. Ich hab Schlafsack gesetzt. Auf dem Imperium-Server war Razor mit ein. Mit weiß Gott was, aber. Ja. Chris Player 0,5. Mit 0,5 ist er halt eindeutig zu nieder. Klipp und klar, ein Turret Damage, ganz normal, wie es Ark halt gemacht hatte damals. Oder wie es auch gedacht ist. 1,0, fertig. Ich verstehe doch nicht, warum man da was dran verändert. Ja, ich verstehe es auch nicht. Es gibt genug Sachen, um den Turret Damage zu frontern. Zum Beispiel, ich verstehe gar nicht, wie die das später machen wollen, wenn man Tech-Rex hat oder so. No. Ja gut, weil Haller kann ja eh keinen Tech. Doch, doch. Chaser hat Ark verlassen, einen Spieler weniger. Ja, es gibt auf jeden Fall Tribut-Terminals und... Ich bin an einem Spot gestorben, wo ich mein Stuff auf jeden Fall bekommen müsste. Ich glaube, dass die Bosse da nicht aktuell sind. Oh, Rocket Launcher 10 Raketen, bin in der Base. Gut, 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 gut. Auch, die haben auch... Warte, bist du die Tech-Schnecke noch da? Nee, nee, nee. Nee? Ja. Nein, also nicht. Oh, ich hätte Rocket Launcher, die ja, ballern. Ich hab einen voll getroffen. Bist du das, wo du ballert? Ja. Ja, ich kämpf gegen einen. Sind die Tech-Schnecke noch da? Nein. Oh, Alter, ist das eigentlich deren Ernst? Sie dürfen uns halt jetzt noch looten. Du jo, ich hab ihn so auch mitgekillt. Mal ernsthaft, hat's doch einen Sinn, ansonsten... Nein, wenn's hab's kein... nicht. Also, dann geht hin und unlockt das Zeug, weil dann dürfen sie es nicht kaputt machen. In den Regeln steht Fair Play. Ja, schön. Und wenn sie es trotz... Nein. Fair Play heißt... Nee, ich finde halt einfach nur, dass sich der Server gar nicht mehr lohnt, Alter. Weil wir bauen uns eine Session auf und Turret Damage bringt eh nichts. Ja, aber Turrets bringen eh nichts. Schau mal, die sind dreimal marschiert durch 20 Turrets, als ob es nichts wäre, Mann. Die, die haben gleichzeitig sogar noch gegen den Bronto gekämpft. Ja, die sind komplett scheiße, Alter. Ich bin vorhin auch alleine teilweise an den 4 Turrets gestanden. Ich habe das Gefühl gehabt, ich verliere kein Leben. Dieses Projekt gewinnst du dadurch, indem du 20 Rexe hast, die alle 30.000 Leben haben. So viele? Ja, stimmt, 5 reichen schon. Damit kannst du in die Session raiden gehen. Und dann stellst du dich eine halbe Stunde hin, heilst wieder voll und gehst zum nächsten. Ja, das war's. Ich hab ein bisschen C4. Shadow, der hat die Tech-Schlenke in der Hand. Geht rein und haut die, box die. Ich hab Knüppel, glaub ich sogar. Ich hab Betäubungspfeile. Keine Rüstung, das ist mein Problem. Ich hab halt gegen 2 gekämpft, einen hab ich noch mitgenommen. Ich ripp jetzt gleich. Ah, scheiße, das klappt so nicht, ey. Selbst wenn wir jetzt die Tech-Schnecken behalten, was bringt's uns noch? Das Problem ist, wenn wir jetzt die Tech-Schnecken behalten, ist sogar schlimmer. Mich hat einer von euch geknüppelt, Gori. Ah, wir hätten die Schnecke lag da, oder? Wir hätten die einfach nehmen sollen und rausrennen sollen. Darf man nicht. Darf schon nicht. Ich wollte sie gerade wieder hochbringen. Darfst du sie jetzt auch nicht hochbringen? Doch, ich bin hier in der Base gewesen. Mach ich jetzt auch. Umknüppeln geht immer. Oh, ich hab gerade erstmal eine Runde durch unsere Base gedreht. Achso. Was hast du gemacht? Ich hab eine Runde durch unsere Base gedreht, einfach ohne alles. Oh, eine Rakete! Ja, die sind da immer noch. Halt sie ein bisschen auf. Hui. Ich komme im Knüppel. Enter. An den 2 Tüler von Jungs kommen die so leicht nicht mehr ran. Oh, hi, MP. Eine Pille. Ich hab halt kein Medium-Match, ne? Ideal wäre es halt, wenn wir noch Bruder sind. Oh, Rex! Oder kommen die ganzen Spieler? Farme ist 60. Bei was?
Ich habe Steher am Strand auf Kopf. Wir wollten doch wissen, was Farm ist. 30. Normal. Wenn ich Steine auf habe ich 60. Okay. Also ist Farm 60. Er ist gerade mit dem Rex über mich drüber gelaufen. Okay. Arturis in der Base war gar nicht so dumm. Das war nice. Hat die gut aufgehalten. Nur, dass sie von hinten den Generator ausmachen konnten. Ich wusste, das verstehe ich halt gar nicht. Ja, das Beschissene ist halt auch, dass kein S-Plus drauf ist. Ich bin noch in der Base. Mit S-Plus hätte man das halt so bauen können, dass die wirklich nicht reinkommen wäre. Das ist das Problem, was halt auch fehlt. Finde ich jetzt. Und ich verstehe auch nicht... Auf dem Server haben sie es drauf gemacht. Ja, ich verstehe auch nicht, warum sie es nicht hier drauf machen. Ich verstehe deswegen spielen wir auch auf dem Com-Server. Naja, ich spiele erstmal was anderes. Ich... Geh jetzt auf, oder was? Ich nicht. Ich auch nicht. Ich warte jetzt an der Base, bis wir weg sind, und dann geht's wieder weiter. Fischer, hast du halt? Der Rex hat ja, ich hab Leder. Kannst du mir was abgeben, dann mache ich mir Bolas und renn rein. Ich wollte Betten machen, dass die Leute zumindest wieder hier in der Nähe spawnen können. Ja, okay. Alles gut. Mann. Weil so wie man sieht, werden wir das noch brauchen. Wir haben durch die Wand geguckt. Das hätte sorry, ich muss jetzt da Steine rauchen gehen. Ich... So schrasch dich aus jetzt, Alter. Mir geht's auch so. Die haben die Rex hier draußen geparkt. Sehr weit draußen, weg von unserer Base. Ja. Ich glaube, die ziehen sich langsam, aber sicher zurück. Ja, die wollen nur Ethylacoleo jetzt halt da rauskommen. Das ist voll. Ja gut, also für mich... Das war das letzte Mal, dass man Wait im Chat angekündigt hat. Hey gut, es liegt ja nicht mal dran, dass wir es wahrscheinlich angekündigt haben. Ich meine, sie sind ja nicht gleich gekommen, wo wir geraidet haben. Und ich wusste, dass aber sie wussten dann, okay, da sind bestimmt zwei Schnecke zu holen. Aber lootmäßig halt auch, ne? Wir haben eine ganz andere Base aufgemacht. Hätte sie das auch wissen müssen? Ich hab mal drei draußen gestellt. Weil die hätte es ja, so ein Joke ist, die hätten es ja AG. Ja, gut, der Tando hat ja auch geschrieben GG Imperium. Ja, schreiben wir doch GG eben. Kingdom. Dann weiß jeder, dass Kingdom uns geradet hat. Besonders das Kingdom jetzt. Normal ist mal zum Chat schreiben: Kingdom, viel Spaß mit den drei Schnecken. Schreib mal GZ für die zwei Schnecken. Ohne Witz. Da gleich GG. Sind die immer noch an der Base? Ja. Ja. Ich knüppel gerade ein. Ich genau ab, ob da noch irgendwo Spieler rumliegen. Weil die gucken nämlich mit K so hinter die Base, halt unter die Welt, sodass die sehen können, wo welcher Spieler ist und was der gerade wo macht. Deren Rexe sind unbeaufsichtigt. Die haben dort einen Schrank stehen mit dem ganzen Stuff drin. Ah doch, ein Spieler ist dort. Steinwerkzeug und aufbrechen und wegrennen. Schon wieder eine Rakete hinter mir her, ist das deren Ernst? Naja, das ist Standard. Ja, die treffen nur nicht. Ah, die versuchen den Tresor zu sprengen. Ach, der Tresor steht noch? Ja. Im Tresor ist Metallrüstung drin, da ist Compound-Boss drin. Wenn ihr da die ganze Zeit drin wart, einmal rangehen. Voll ausgestattet. Naja, die sind da zu fünft mit Raketenwerfer drin. Hä? Hab ich mir. Ich will einen Rocky. Ich weiß nicht, ob noch Rocky drin ist, aber auf jeden Fall kommt noch Metallpfeile. Ich mach grad deren Schlafsäcke kaputt. Jetzt ist Tresor, glaube ich, kaputt. Ja, das war der Tresor. Ich bin gerade über die Base. Über der Base. Ja, mach mal hier die Tresore mit kaputt. Ah, die Schlafsäcke. Ja, das bringt jetzt sowieso nichts mehr. Wir werden keinen mehr tot bekommen. Ich bin oben an den Spikes. Wo bist du? Hi, auch auf dem Weg da hoch. Und sie schießen ja, noch weiter. Man könnte versuchen, einen zu bullern und dann irgendwie zu bearbeiten, aber... Ja. Oder du hast noch Rocky. Dann bist nackt. Was will ich nackt machen? Den Rockies abknüpfen. Achtung, ja, abfangen. Terrorbird.
Nach oben? Renn einfach ein bisschen rum, dann ist doch gut. Ich bin hier. Im Busch. Wo bist du? Gerade über dich weg. MP Freezy hat ein Video geguckt. Er hat sogar drunter geschrieben. Ja, oh, okay, nicht gelesen. Ah, ich hätte an den Tresor gehen sollen, scheiße. Hättest du nicht gehen können. Ich hab's auch versucht, Ilka. Ja, ich hab alle unter die Base gelockt. Nur alle 10 Schuss. Ich hatte alle unter die Base gelockt, die haben mich verfolgt, weil ich einfach das Kumpel gehabt. Dann ist mir einer mit Schwert hinterher gerannt. Ja, ich hab auch einen getötet. Und dann waren die alle mir hinterher. Aber man hält doch gut aus, wenn man so flackert und dann. Der eine Rex. MP? Ja, die ziehen ab, die haben Tresor kaputt, die haben Tools gelernt. Ja, das Problem ist, da steckt noch so ein Tüler in der Wand, wir brauchen noch einen kurzen Moment. Der Coleo hat uns gesehen, glaube ich. Ja, du könntest die Ceiling wegreißen, dann müssen wir da drin nicht alles zerschießen. Was wir auf jeden Fall nächstes Mal brauchen, ist eine Base so klein, so wo man spawnen kann. Ja, ich sorg dafür, dass du nicht abgeschossen wirst.